Pater Matthias Felber, steiler Missionar, 53 Jahre alt, seit Herbst 2013 in Wien, vorher irgendwo in der Welt unterwegs. Ja, die Situation bei uns, also 10. Bezirk, Favoriten, Innerfavoriten um den Hauptbahnhof herum, das ist ja ein langer Prozess gewesen, schon in den ersten 2000er Jahren. Da gab es also so Dekanatsversammlungen und so, ohne dass da schon irgendwas die Rede war von Pfarren zusammenlegen oder so. Und damals schon wurde in Favoriten das irgendwo spürbar, es braucht mehr Zusammenarbeit. Ja? Also dann kam die Visitation, ich glaube das war 2010, 11. oder 19, also ich war damals noch in Afrika, weiß nicht so genau jetzt, aber da zum Abschluss der Visitation war dann klar, dem Kardinal, der war selber dort, ja, die Pfarrzusammenlegungen sollen kommen. Da bin ich dann irgendwo im Prozess hineingekommen, 2013 gab es schon den Projektauftrag, es war schon klar, wer mit wem zusammengeht, ja. In unserem Fall, die Steyler Missionare, also unserem Orden wurde eben diese eine Pfarre zum göttlichen Wort anvertraut. Da waren wir schon seit 1942 in einer dieser drei Pfarren, Alxingergasse, wo die Steyler Missionsschwestern waren. Die sind vor 3 Jahren weggegangen. Und von daher war es irgendwo naheliegend, auch den Orden zu fragen, so ein Projekt zu übernehmen. Es ist ein missionarisches Projekt und wir konnten kaum Nein sagen. Das ist mal das eine. Also die Alxingergasse, Allerheiligste Dreifaltigkeit, dann St. Johann Evangelist am Keplerplatz, die älteste Kirche vom Favoriten, ist vielleicht auch bekannt, in der Nähe vom Hauptbahnhof, und dann noch Richtung Ankerbrotfabrik, Richtung Böhmischen Prater hinauf, zur Heiligen Familie. Etwa ein bisschen mehr als 50 Jahre alt, diese Pfarre. Gemeinde inzwischen. Ja, dann war eben 2015 mit 1. Juni die Zusammenlegung. Ich kann das hier nicht alles ausführen. Das war ein sehr mühsamer und schwieriger Weg, weil es auch ein erster Weg war, denn war so noch niemand gegangen. Es gab keine wirklichen Beispiele dafür, wo wir uns orientieren hätten können. Inzwischen, ich möchte einfach ein bisschen, also die Gemeinden sind natürlich unterschiedlich und also das würde jetzt zu weit führen. Ich habe mir da ein bisschen was überlegt und zusammen aufgeschrieben halt, aber das würde, glaube ich, zu weit führen, das passt in die 10 Minuten nicht mehr rein. Wo geht es uns gut? Also ich möchte mal ein bisschen das Gemeinsame. Also wir haben schon, es geht uns, glaube ich, ganz gut mit der Medienarbeit. Und zwar mit der gemeinsamen Medienarbeit. Wir haben schon 2014 begonnen, ein gutes Jahr vor der Zusammenlegung, eine gemeinsame Pfarrzeitung herauszugeben. Den Dreiklang, ich habe da ein paar Exemplare dabei. Und das hat sich auch entwickelt in den Jahren. Ja, zum Beispiel, das ist die letzte Ausgabe, da geht es um Fragen, auf Weihnachten hin, wie soll das geschehen, hat Maria gefragt. Also so, kann ich da lassen, zum Reinschmücken später dann. Also da geht es uns sehr gut, auch mit der Homepage, mit dem Internetauftritt. Firmenvorbereitung haben wir von Anfang an gemeinsam gemacht, das ist nicht immer so einfach. Aber es geht und wir feiern dann in der Pfarrkirche wunderschöne Firmengottesdienste seither. Pfarrfest, ja, das war schwierig, das ist so ein, weil wir halt einen Termin gesucht haben, auch der uns passt, und wir haben von einer Gemeinde das Pfarrfest genommen und das sozusagen zum gemeinsamen Pfarrfest gemacht am Dreifaltigkeitswochenende. Passt auch, Pfarre zum göttlichen Wort. Das ist aber so, da haben wir noch keine bessere Alternative. Wir wissen, dass es besser wäre, was Eigenes zu erfinden, zu starten, aber das haben wir so noch nicht geschafft. Aber sind alle drei Gemeinden voll dabei bei diesem Fest. Lange Nacht, eine lange Nacht in der Pfarre, in der Pfarrkirche. Das klappt gut, von Leichnam, gemeinsam. Das war auch interessant, also es war ja,
also am 1. Juni 2015 wurde die Pfarre errichtet. Ich glaube, dass wir am 3. Juni dann die Feier gehabt haben. Das war keine Messe, sondern eine Vesper mit dem Herrn Kardinal. Er hat damals gesagt, sowas wird es nicht mehr geben. Wir hatten das Glück und wir hatten volle Gestaltungsfreiheit natürlich dadurch, also noch anders als bei einer Messe das möglich ist. Und dann nächsten Tag war von Leichnam. Also da war sehr viel, das war wirklich ein tolles Fest. Seither feiern wir von Leichnam gemeinsam. Flüchtlingsbetreuung, das Wärmestube, auch am Keplerplatz im Pfarrhaus oder Exerzitien im Alltag, Pfarrkreuzwege, in jeder Gemeinde ein gemeinsamer Kreuzweg, wobei es aber in den Gemeinden auch noch eigene Kreuzwege gibt. Dann haben wir im letzten Herbst die Begegnungszone gehabt, also wo die kathedrale Seelsorge sehr viel geschultert hat, am Keplerplatz, vor der Kirche draußen. Es war ein sehr schönes Erlebnis und eine sehr gelungene Veranstaltung, bestes Wetter und Menschen sehr gut gelaunt und so. Aber wir hatten vorher schon, wir haben den Mut gehabt, das zu tun, in aller Öffentlichkeit so ein Fest zu feiern, weil wir da schon, es gibt bei uns schon eben länger ein Fest der Kulturen, wo wir einfach eher intern feiern und die verschiedenen Kulturen, wo die Menschen aus uns, in unserer Pfarre herkommen, wo sie sich präsentieren, wo getanzt wird, wo gegessen wird, dass ein bisschen was mitbringt, was typisch ist für die Kultur. Und da hatten wir gute Erfahrungen. Das ist überhaupt so etwas, das typisch ist für uns, würde ich sagen, in unserer Pfarre. So der Blick auf den Dialog mit den Religionen, vor allem mit dem Islam in Favoriten, sicherlich sehr wichtig. Da sind wir, da bin ich persönlich auch sehr engagiert, auch als Dechant, ein wichtiger Partner, also auch für den Bezirk da im A17. Aber das, ja, also so zu schauen, integrierend da zu sein in Favoriten, in Innerfavoriten, das ist uns wichtig und ich glaube, es gelingt uns ein bisschen. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter und komme ein bisschen mehr noch auf das, was so hinter den Kulissen läuft. Was aber so die Türen sind in einem Pfarre, das sind die Kanzleien. Also wir haben gesagt, wir halten alle drei Kanzleien aufrecht. In der kleinsten Gemeinde, Alxingergasse, da ist die Kanzleizeit nur 2 Stunden in der Woche. Das genügt auch dort. Ist nicht weit zum Keplerplatz, das funktioniert ganz gut. Keplerplatz ist die Pfarrkanzlei, die Hauptkanzlei, wo 2 Sekretärinnen sitzen, haben aufgestockt. Und in der 3. Gemeinde zur Heiligen Familie, dort ist die Buchhaltung angesiedelt und der Pfarrer und dort sind auch regelmäßige Kanzleiöffnungszeiten. Klappt ganz gut. Der Kommunikation auch, könnte vielleicht noch technisch verbessert werden, wenn es jemanden gibt, der uns da helfen kann. Danke, sehr gerne. Aber wir schaffen das ziemlich gut. Wir kriegen es ziemlich gut hin. Dann eben auch die zentrale Verwaltung, dass also die Pfarre, dass wir die Buchhaltung selber machen, seit Anfang an mit RS2 sind wir sofort eingestiegen, dass wir das abgeben müssen. Es tut uns sehr leid, aber das wird ja zentralisiert, nämlich das Buchen selber. Also wir haben eine Buchhaltung. Wir haben im vergangenen Herbst dann, also war so, dass also jede Gemeinde, also eine Gemeinde hat eh kein Vermögen gehabt. Die Allerheiligste Dreifaltigkeit hat gar nichts eingebracht. Die anderen beiden Gemeinden natürlich schon, dass also da Konten weitergeführt wurden für die jeweilige Gemeinde und dass es ein Pfarrkonto. Wie viel noch? 2 Minuten. Pfarrkonto, da müsst ihr nachher fragen. Und wir haben im Herbst, vergangenen Herbst, diese Gemeindekonten aufgelöst und alles in einem einzigen Pfarrkonto zusammengeführt. Auch ein Schritt, der dran war und der, glaube ich, sinnvoll war. Was mir wichtig ist und was die Erfahrung ist von Anfang an und was wir sicherlich auch als Ordensgemeinschaft einbringen, das ist, dass Pfarre in dieser Form mit Teilgemeinden immer eine Solidargemeinschaft ist. Das heißt nicht, dass Pfarre Gersthof keine Solidargemeinschaft ist, ja? So, aber Pfarre in dieser Form ist auf jeden Fall immer eine Solidargemeinschaft und das klappt ganz gut. Ja? Also, und das wächst und ist gewachsen. Ich habe heute Gerald Gund getroffen, das zur Frohen Botschaft,
in unserer Nachbarschaft. Er sagt es ähnlich, die sind ähnlich lange unterwegs wie wir. Ja. Eine Minute. Ich habe noch eine Minute überziehen. Na, warte mal. Ja, da sage ich jetzt nichts zu all den Teams, die es da gibt. Es gibt also, ja gut, jede Gemeinde hat einen Gemeindeausschuss und es gibt einen Pfarrgemeinderat. Da gäbe es noch einiges zu sagen, welche Teams es so gibt auf Pfarrebene und auf Gemeindeebene, Ausschüsse und Arbeitskreise. Für mich ist wichtig, dass ich mit den Leitern der Gemeindeausschüsse regelmäßig sure fix habe, dass wir uns treffen, die Dinge besprechen, immer auch als Vorbereitung auf die Gemeindeausschusssitzungen. Die werden geleitet von denen. Ich bin da oft nicht dabei, sondern eher in einer Gemeinde, wo ich hauptsächlich dabei bin. Aber es ist in jedem Ausschuss auch ein Hauptamtlicher auf jeden Fall dabei. Und wir Hauptamtliche, wir treffen uns regelmäßig, 14-tägig, um auch auszutauschen und zu planen. Also das klappt inzwischen ganz gut. Wo geht es uns nicht so gut? Ich glaube, dass die Gemeindeausschussleiter so ein bisschen an ihre Grenzen kommen. Einerseits der Belastbarkeit, aber auch das Können, das Vermögen. Das hängt immer von den Menschen ab, die da dran sind. Ja? Manche sind da besser, weiß ich nicht, weil sie mehr Erfahrung haben. Andere, ja, so wie sie es können, aber es ist gut. Ja? Es fehlen aber ein bisschen die innovativen Kräfte. Manchmal, das betrifft uns insgesamt als Pfarre, dass wir zu wenig Mut haben, Neues auch umzusetzen. Ideen hätten wir schon, ja? Aber das dann umzusetzen, da sind wir so, ja, das merke ich, dass wir uns zu wenig einander kennen. Das sind natürlich über 10.000 Katholikinnen und Katholiken. Ja, aber wir haben darüber hinaus natürlich auch viele Kontakte zu anderen Religionsgemeinschaften im ganzen Bezirk und so. Also das ist nie so ganz genau zu sagen. Ja, aber wir drei Gemeinden, da gibt es sicherlich zu wenig einander kennen. Dankeschön, ich habe jetzt schon zwei Minuten. Gut. Rübergelassen. Fazit. Ich habe auch das dem Kardinal im Herbst gesagt, dem Herrn Kardinal, es geht uns gut. Es ist eben so wie in einer Ehe, wo man im Alltag miteinander lernt. Ich nehme an, dass es in einer Ehe so ist, wo man eben gemeinsam wächst. Wo man gemeinsam wächst. Und das ist es. Es ist sehr spannend. Ich bin sehr gerne dort. Das Fazit ist einfach, wir haben eine Zukunft und wir sehen die Zukunft auch. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident.